schießen? Der Spaß fängt doch gerade erst an. Feuer! Aber ein bisschen zack, zack, ihr Luschen! Feuer! Feuer, Chef! Danke! Auf geht's, ihr Luschen! Flipflops aus, Springerschiefel an! Chef! Was? Ihr Fallschirmchef! Schwul oder was? Ja! Was für ein schöner Tag! Herrlich! Kennt ihr das nicht auch, wenn es draußen so kalt ist und die Welt so böse? Dann wünscht man sich an einen kuscheligen Ort hinter dem Regenbogen, wo alles gut ist und die Menschen sich einfach sagen können, du, ich hab dich lieb. Frieden, ja, Frieden find ich richtig gut, weil Frieden richtig gut. Well, das ist ja Kuschelmusik! Frieden, ja, Frieden find ich richtig gut, weil Frieden Schmuse-Songs für eine bessere Schmuse. Schnauze! Na bitte, geht da. Morgen, Schatz! Morgen, Schatz! Vergiss nicht wieder dein Tofu-Brötchen! Nein! Wenn hier einer brüllt, bin das immer noch ich. Und ich weiß genau, alle fürchten mich. Wenn Luschen leiden, hab ich meinen Spaß. Wenn einer sich beschwert, geb ich richtig Gas. Also raus, ihr Luschen! Zack, zack! Morgen, ihr Luschen! In 10 Minuten antreten zum Morgenappell! Hey, Drecksack! Ich sag was? Hey, Drecksack! Ja, was denn? Ja, soll ich euch erst ein Ständchen spielen? Hey, ja. Drecksack! Das ist Musik in meinen Ohren. Immer mehr Luschen rufen an bei mir und sagen, Schmidt, mach uns zum Tier. Ich schikaniere fleißig, wo ich kann. Beim Ausbilder Schmidt kommen alle mal dran. Hey, Drecksack, ja, was denn? Drecksack, sei streng zu uns. Dann sprengen wir doch gleich die Gläser aus der Brille. Wir sind ja nicht beim Kinderschwimmen. Hey, Drecksack, sag was? Hey, Drecksack, sag was? Hey, Drecksack. Schon besser. Drecksack, sei streng zu uns. Hey, Drecksack. In 3 Minuten sehen wir uns am Exerzierplatz. Und wenn ich wegtreten sage, dann will ich 2 Kondensstreifen an euren Ohrläppchen sehen. Ach, guck mal. Der Kleine möchte wohl noch etwas länger schlafen. Ja. Soll ich dir vielleicht noch eine Schale Milchkaffee ans Bett bringen? Nein, lieber einen frisch gepressten Orangensaft. Kaffee schlägt mir doch immer so auf den Magen. Wir haben wohl vergessen, dir den Helm zu schlagen. Kraftzersetzer, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich kann Ihnen sagen, wer ich bin. Mein Name ist Rainer Zielinski, Sohn des Generals Harald Zielinski. Ich werde mich bei Oberst Herold über Sie beschweren. Zielinski? Und wenn du Nelson Mandela bei der Schlacht von Trafalgar wärst, noch ein Laut und ich lasse dir dein Maul an den Arsch nähen, dann kannst du draußen am Exerzierplatz das Deutschlandlied furzen. Das habe ich jetzt mal überhört. Wegklettern! Was? Hey, Drecksack, ich sag was? Hey, Drecksack, ich sag was? Hey, Drecksack, ja, was denn? Drecksack, sei streng zu! Hey, Drecksack, ich sag was? Hey, Drecksack, ich sag was? Morgen, ihr Luschen! Morgen, Chef! Ha? Habe ich auch direkt wieder eine Erektion gekriegt? So. Kommen wir zum ersten Programmpunkt des Tages, politische Bildung. Und dafür habe ich extra eine Rubrik eingerichtet, die da lautet, Kanopke? Endlich sagt's mal jemand! Genau. In diesem Land reißt ja niemand mehr das Maul auf. Aber dafür gibt's ja euren Schmitti. Ich brülle es hinaus in die weite Welt. Kanopke? Politessen sind auch nur Frauen!
Schaut auf die Heidekaserne, wo in Kürze Prinzessin Shirin und Prinz Rhaban landen werden. Keine 10 Kilometer von hier wird morgen ein Festakt zum Jahrestag der Gründung der UNO stattfinden. Staatsoberhäupter aller führenden Nationen haben sich angekündigt. Im Rahmen dieser Feierstunde erfolgt die offizielle Rückgabe Kalutschistans an die rechtmäßigen Herrscher Rhaban und Shirin. Das Land stand seit Beendigung des blutigen Bürgerkriegs unter UN-Protektorat. Passt doch auf! Das ist ein Geschenk des Arbeitskreises muslimischer Frauen für den Frieden! Ja, da haben 100 muslimische Frauen 3 Monate lang dran gestickt. Scheiße, der Schmidt. Schmidt! Das sind wir! Wer sind die größten Luschen hier? Schmidt! Sind die größten Luschen hier? Ich hab ihm doch Urlaub gegeben! Urlaub? Ein Soldat hat Urlaub, wenn ihm beide Arme abgeschossen sind und er heim zur Mami muss, weil er sich den Arsch nicht mehr abwischen kann. Lach ran, das war ein Scherz! Ha, 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 ha. Gut. Hören Sie, warum gehen Sie nicht einfach nach Hause und ruhen sich ein bisschen aus? Die Einheit von Ihnen, die übernimmt dann Oberst Herold und ich bin mir sicher, er wird Sie beim Staatsempfang nicht vertreten. Der Sesselfurzer, der rennt doch mit der Schreibmaschine an die Front. Lachen, das war ein Scherz. Ha, 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 ha. Bestellen Sie den Oberst, er muss sich die Mühe nicht machen. Um die Hoheiten kümmere ich mich persönlich. Staatsbesuche sind mein Spezialgebiet. Oh ja, da kann ich mich dran erinnern. Der spanische Premier hat letztes Jahr fast ein Ohr verloren wegen ihm. Ha, ha, ha. Das war kein Scherz. Ich hatte ihn von dem Hinterhalt einer perfiden Verschwörerbande gerettet. Hätten Sie mir damals freie Hand gegeben, wären uns die maskierten Hunde nicht entkommen. Schmidt, das war eine Abordnung katholischer Ordensbrüder. Die Kirche prozessiert heute noch gegen uns. Sagen Sie nur, Oberst, den Hoheiten wird nichts passieren. Sein bester Mann kümmert sich um diese Angelegenheit. Los, weiter! Schmidt! Scheiße, der Brigadegeneral! In diesem Moment kommen die Einheiten der Kommando-Spezialkräfte, kurz KSK, in der Kaserne an. Es wird befürchtet, dass das königliche Paar von Kalutschistan sogar hier auf deutschem Boden nicht vor Terrorakten sicher sein wird. Die Leitung der KSK hat Brigadegeneral Scheel Golowski. Entschuldigen Sie, Herr Oberst. Haben Sie das Wappen? Dieser neue Brigadegeneral soll ein ziemlich scharfer Hund sein, habe ich gehört. Ein Glück, dass Schmidt nicht da ist. Wenn dieser Volltrottel dem General vor die Füße laufen würde, könnten wir doch gleich einpacken. Wie haben Sie das eigentlich hingekriegt? Was? Na, Schmidt loszuwerden. Oberst Herold? Ja, Frau Brigadegeneral, es ist uns eine große Ehre, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen. Erhalten Sie als kleinen Willkommensgruß dieses Wappen unserer Garnison. Sind Sie hier der kommandierende Offizier? Jawohl. Jetzt nicht mehr. Männer, an die Arbeit. Der Laden hier sieht schäbiger aus, als ich dachte. Frau General! Los! Also, geht doch. Stehen bleiben! So, ihr Luschen! Staatsempfang, was bedeutet das? Staatsempfang bedeutet, Ausländer betreten unser Land. Und wir sorgen dafür, dass sie von anderen Ausländern nicht abgeknallt werden. Die sollen ja auch mal Urlaub machen. Wir proben nun den Ernstfall. Die Prinzessin schreitet an euch vorbei. Ihr schaut ihr in die Augen. Augen sind nicht. Lachen, das war ein Scherz. Ha, 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 ha. Was sagt ihr, wenn sie euch anspricht?
Da. Da, ha. Da. Da. Da, 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 da. Kannst du kein Deutsch, du Blödmannsgehilfe? Muss die Prinzessin meinen, hier leben nur Ausländer. Noch nie was von deutscher Leitkultur gehört. Da. Da, da. Da! Sag doch was! Los, zieh deine Jacke aus! Und ihr könnt jetzt lernen, wie man sachgemäß ein Feuer löscht! Na los! Aua! Sabotage! Die Dreckschinesen mit ihrem Billigplunder! Männer, macht ein wenig Platz hier, dass wir anfangen können. Es war wirklich sehr aufmerksam vom Verteidigungsminister, dass er uns ihre Leute zugeordnet hat. Aber ich denke, wir haben den Laden auch so ganz gut im Griff. Oh nein, nein, bitte nicht. Das sind die detaillierten Einsatzpläne von heute. Ich habe sie persönlich ausgearbeitet. Miss Juli 1978. Herr Oberst, exzellente Vorbereitung, muss ich sagen. Ich glaube, Sie machen einen Fehler. Wir verfügen hier über modernstes Gerät. Sie sprechen sicher von diesen ausgeklügelten Informationsgeräten mit Weltscheibe. Bewährt und zuverlässig. Aber meine Männer, die sind auf Zack. Das schwöre ich Ihnen. Onkel Klaus? Onkel Klaus? Nein, Rainer, nicht jetzt, nicht jetzt. Nein, ich muss mich jetzt mal bei dir beschweren. Also hier, der Kaserne, hier herrscht ein Ton. Ich werde den ganzen Tag nur angeschrien. Du hast mir gesagt, es wird eine unvergessliche Zeit hier in der Kaserne. Nein, ich möchte mit diesem Ausbilder nichts mehr zu tun haben. Ich kümmere mich darum. Jetzt stell dir vor, er wusste nicht mal, wer ich bin. Nein. Doch. Wartest du bitte in meinem Dienstzimmer? Ich komme sofort zu dir, ja? Ja. Das war irgendein Rekrut aus der Nachbarkaserne. Ich habe keine Ahnung, wer hier reingekommen ist. Ich meine natürlich, meine Feldjäger haben ihn sofort festgesetzt. Danke, das reicht. Alle Männer sind auf Posten. Sie können sich jederzeit gern selbst überzeugen. Stella! Bewegung, Leute! Was steht denn hier rum, ihr Vollidioten? In den Feuerlöscher, du Vollidiot! Wenn nicht, dann pinkel halt rein! Ich besorge uns dann mal ein paar Schnittchen. Vor 3 Jahren wurde Kalutschistan, ein kleiner Wüstenstaat im Mittleren Osten, von einem Staatsstreich erschüttert. Habib, der korrupte Zwillingsbruder des beliebten Ravan, putschte sich mit einem Söldnerheer an die Macht. Zusammen mit den Streitkräften der UNO gelang es Prinz Ravan, den Putsch niederzuschlagen. Morgen wird mit der feierlichen Unterzeichnung des Friedensvertrages durch Prinz Ravan und Ban Ki-moon das Land offiziell seinen rechtmäßigen Herrschern übergeben. Habib, der Prinz Ravan gleicht wie ein Ei dem anderen. Angeblich konnte selbst ihre Mutter die beiden früher kaum unterscheiden. Kam, laut Augenzeugenberichten, bei den Kämpfen um die Hauptstadt ums Leben. Dennoch kämpfen seine Anhänger weiter für ihn. Was ist los, meine Schöne? Es gibt ernstzunehmende Terrordrohungen, die das Treffen in Bad Schwangau überschatten. Ruhig, ganz ruhig. Said, was ist denn los mit dir? Bedrückt dich etwas? Nichts. Ich dachte nur eben wieder an deinen Bruder. Habib ist tot. Ich habe ihn selbst sterben sehen. Ein Geheimauftrag? Sehr gut. Anschläge sind mein Spezialgebiet. Ich weiß doch, Schmidt, ich weiß doch. Laut den Hinweisen droht ein Angriff terroristischer Kräfte in Planquadrat. Planquadrat. Planquadrat 56. Genau hier ist es. Und die Auftrag lautet: Planquadrat 56 sichern und nicht eher von dort weggehen, bis sie die Angreifer ausgeschaltet haben. Oberst, ich glaube nicht, dass es ratsam wäre, sich so weit von den Staatsgästen zu entfernen. Schmidt, dieser Auftrag kommt von ganz oben, vom Verteidigungsminister persönlich. Vom Verteidigungsminister? Er hat ausdrücklich darum gebeten, Sie persönlich mit diesem Fall zu betrauen. Schmidt, das Leben der Prinzessin
liegt in Ihren Händen. Geben Sie mir 10 Männer. Ja, sorry. Ich gebe Ihnen einen Mann. Aber der hat die Kampfkraft von mindestens 10. Wenn er richtig ausgebildet wird. Und wer könnte das besser als Sie, Schmidt? Rainer? Ich habe ja was Schönes für dich ausgedacht. Komm doch bitte rein. Oh. Es wird dir gefallen. Darf ich bekannt machen? Ausbilder Schmidt, Rekrut Rainer Zelinski. Der Sohn unseres großen Förderers, General Zelinski. Schmidt, er sieht vielleicht nicht so aus, aber in seinen Adern, da fließt das Blut eines Kriegers. Ein Rohdiamant, der nur noch ein bisschen geschliffen werden muss. Das kriegen Sie doch hin, Schmidt. Keine Sorge, Oberst. Ich lutsch ihn rund wie ein Sahnebonbon. Nun kommt schon, ihr Terrorhunde. Wir werden euch ein schönes Empfangskomitee bereiten. Ja, was ist das denn? Da geht mein Blaulicht an! Das ist grüner Tee. Der ist bekömmlich und beruhigt die Nerven. Sollten Sie auch mal probieren. Möchten Sie vielleicht einen Schluck? Ja. Wer hat dir erlaubt, Pause zu machen? Sofort 100 Liegestück. Zack, zack, zack. Nein, das werde ich nicht tun. Denn laut meines Kardiologen soll ich physische Belastung vermeiden. Ich kann Ihnen auch gerne einen Attest zeigen. Hier, bitte. Soldaten sind einfach nur Mörder. Natürlich sind sie Mörder. Was denn sonst? Und das wirst du gleich merken, wenn du nicht ein bisschen mehr Disziplin an den Tag lässt. Sie stehen auf meiner Hand. Ich weiß. Das macht Spaß. Das ist Körperverletzung und dafür kriege ich sie vor Gericht. Vor Gericht? Ja. Vor Kriegsgericht kommst du, wenn du den Anweisungen deines Vorgesetzten nicht gehorchst. Sofort unter den Liegestütz. Oder ich lass den Richter sprechen. Und mein Richter heißt G36. Ups. Das ist ganz schön laut. Das muss ja nicht sein, ne? Los, beeilt euch! Ah! 35, 36, 37, 38, 39. Na? Hab ich dir befohlen aufzuhören, du Lusche? Ich kann nicht mehr. Mir kommen gleich die Tränen. Du und ein Zelinski, dass ich nicht lache. Bei dir haben sie wohl das Baby weggeschmissen und die Nachgeburt großgezogen. Los, ab auf Beobachtungsposten. Zack, zack, die Terrorhunde können jeden Moment hier sein. Aber Herr Schmidt. Wie heißt das? Aber Chef, Sie glauben nicht im Ernst, dass hier Terroristen vorbeikommen. Hast du was an den Ohren? Der Auftrag kommt vom Verteidigungsminister höchstpersönlich. Herr Schmidt, hallo. Diese blöde Mission ist nur ein Trick von meinem Onkel, um uns loszuwerden. Ich meine, schauen Sie sich doch mal um. Wollen die Terroristen vielleicht Bäume in die Luft sprengen? Terrornest auf 1 Uhr. Da vorne, du bettmessender Abiturient! Oh, Herr Schmidt, das sind doch keine. Die sind bewaffnet. Bewaffnet? Bewaffnet? Das sollten wir aber schnell die Kaserne zurückkehren. Ja. Sie verarschen mich, oder? Natürlich verarsche ich dich. Was glaubst du denn? Klar sind die bewaffnet. Oder denkst du, Terroristen kommen mit Staubwedeln? Hier, du Fliegen! Entwarnung auf PECO 56 sind nur so 2 Uniformfetischisten. Over and out. Los, komm, lass mal gucken. Beruhigen Sie sich, Herr Oberst. Läuft doch alles wie am Schnürchen. Hey, beiden Süßen. Lasst die Waffen fallen und ergebt euch. Na, nö.
ausgebüxte Welt. Dieses Terrorpark sollte erstmal richtig Deutsch lernen. Auf mein Kommando stürzen wir uns auf sie. Das wird ein Kampf um Leben und Tod. Aber ich habe doch noch nie in meinem Leben gekämpft. Ja, dann wirst du wohl dabei draufgehen. Los! Ja! Oh, dort im Gebüsch. Rekrut Zelinski, Meldung machen. Rekrut, ich sehe keinen Stolz in Ihren Augen. Stramm gestanden, aber zack, zack. Rekrut Zelinski meldet feindliche Kräfte überwältigt. Na also, geht doch. Also eigentlich bin ich nur... Schnauze der Lusche. Ich gebe es zwar ungern zu, aber es hast du gut gemacht. Danke, Chef. So, genug rumgetuckt und jetzt zack, zack, mit den Terroristen zurück zum Stützpunkt. KSK? Was? Da steht KSK, heißt das nicht Kommando Spezialkräfte oder sowas? Kommando Spezialkräfte, Quatsch! KSK heißt... Koran-Siegeskämpfer! Koran-Siegeskämpfer? Ja, die blutrünstigsten Terrorhunde, die die Welt je gesehen hat. Und warum sollten ausländische Terroristen eine deutsche Abkürzung benutzen? Weil sie auf deutschem Boden kämpfen, du Idiot. Und jetzt ab zur Kaserne. Die Staatsgäste sind in höchster Gefahr. Prinz Ravan und Prinzessin Shirin aus Kalutschistan. Mach dir keine Sorgen, mein Schatz. Schenk der Welt ein Lächeln. Wer ist das? Schmidt. Zielobjekt beobachten. Beobachten. Vorsicht, Chef! Der Idiot hat die Tribüne hierhin gebaut. Null an Alpha auf erkanntes Ziel. Einzelfeuer auf Kommando. Den Feind verwirren. Die erste Stufe soldatischer Strategie. Wer ist dieser verdammte Idiot? Ich habe keine Ahnung. Ich hab den noch nie. Morgen, Luschen! Auf, Chef! Gesehen. Melde gehorsamst, Auftrag ausgeführt. Feindliche Angriffe abgewehrt. Das muss wohl ein kleines Missverständnis gewesen sein. Nehmen Sie auf, meine Männer haben Sie umstellt. Ihre Männer? Hat diese Politesse ihren ganzen Lesbenclub mitgebracht? Eine Frau in Uniform. Karneval ist längst vorbei. An alle Einheiten bereit machen zum Zug. Keine Sorge, Oberst. Haben wir die Lage im Griff? Knallen. Klein. Oberst! Onkel Klaus! Leg dich hin, leg dich hin! Schweine. Haben Oberst Herold erwischt. Mit Schalldämpfer. Zelinski! Ja, Chef? Die Lage ist ernster als erwartet. Der Feind hat uns umzingelt. Sahid! Sahid, komm zurück! Prinzessin ist in Gefahr. Zelinski! Ja, Chef. Besorg uns einen Wagen! Zack, zack! Prinzessin! Prinzessin! Zugriff! Los, los, los! Da ist er! Verdammt! Prinzessin, ich rette Sie! Nein, nein! Prinzessin, du seien in große Gefahr. Tschat, bum, bum! Können Sie kein Deutsch, die Spinner? Doch, natürlich. Ja.
gerade hin. Verdammt, der Typ ist gut. Sie sagen mir jetzt sofort, was Sie von mir wollen. Mein Name ist Schmidt, Ausbilder Schmidt. Und der Verteidigungsminister persönlich hat mich beauftragt, Sie zu beschützen. Die Koran-Siegeskämpfe haben uns umzingelt. Aber keine Sorge, ich hole uns hier raus, wenn Sie meinen Arm loslassen. Die Koran was? Oh, Sahid, da ist er! Chef, tut mir leid, wenn ich störe. Auftrag ausgeführt. Na endlich, du Lusche! Prinzessin, steigen Sie ein! Zack, zack! Folgen Sie diesem Wagen da! Prinzessin, Ihre Schmutzwäsche können Sie auch später noch abgeben. Mein Mann ist da drin! Na los, das ist keine Entführung! Entführung? Entführung sind mein Spezialgebiet. Sie wissen doch, wie man Automatik fährt, oder? Sie müssen den Hebel einfach... Meinst du, ich weiß nicht, wie man Auto fährt? Ups. Sie entkommen uns, jetzt fahren Sie doch! Na also, Geliebte! Bitte, nicht meinen Wagen! Besser jetzt vorwärts fahren? Vorwärts fahren? Wenn uns die Terrorbrüder im Rückspiegel sehen, werden sie sich in Sicherheit wiegen. Und sie werden denken, dass wir in die andere Richtung fahren. Ich will Spaß, ich will Spaß. 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 Lusche, Lusche, hörst du mich? Irgendwann komm ich über dich. Ich mach Spaß, ich mach Spaß. Mein Panzer tankt nur Biosprit. Klimaschutz klar, da mach ich mit. Ich will Fahrt. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Hahaha, war dieser Glas? Das Staunste! So was gibt's bei euch im Urwald nicht! Na los! Machen wir sie fertig! Chef, jetzt vom Panzerglas! Ich glaub mir, Hans! Jetzt reißt mir die Geduldsader aber endgültig! Zivilisten! Ein Soldat kennt nur zwei Pedale, Gas und Kupplung. Ich muss diese Brüder nicht sehen. Meine Blut und Nase wird uns den Weg weisen. Ganz schön still geworden. Scheint so, als hätten wir es geschafft, oder? Was ist? Nichts. Nee,
Das ist ein Pyrol, ja, ein Pyrol. Nein, das ist die Rohrdommel. Oh. Ach Quatsch, du Flachpfeife. Hör mal ganz genau hin, das ist ein Pyrol und er kommt immer näher. Mike, wie sieht der Vogel denn jetzt aus? Sie Vollidiot, jetzt ist mein Mann endgültig verloren. Prinzessin, wo denken Sie hin? Wir sind mitten im Lager der Terroristen. Sehen Sie doch da. Chef, das ist ein Blindenfahrzeug. Jelinski, wenn ich gewollt hätte, dass du mich volllaberst, dann wärst du jetzt meine Frau. Hände über den Kopf, Terroristenpart! Hören Sie doch auf, diese Leute sind blind! Blind? Wir kommen gleich die Tränen. Wenn er ausweicht, dann ist er enttarnt, dieser schmierige Simulant. Gut verstellt. Und du? Du bist also auch blind. Chef, die Leute sind wirklich blind. Lesen Sie mal da. Na sicher, du Lusche. Schmidt! Geben Sie auf! Lassen Sie die Prinzessin frei! Das Gelände ist umstellt! Rückzug und sammeln zum Gegenangriff. Rückzug sehr gerne, ja. Hey! Was soll das? Lassen Sie mich sofort Prinzessin, los! Das sind die Koran-Siegeskämpfer. Kommen Sie! Warum? Weil Sie der größte Idiot sind, der mir jemals begegnet ist. Was kann ich denn dafür, wenn sie heute ihre Tage hat? What's up? Bevor ich bis 10 gezählt habe, ist sie wieder hier. 1, 2. Brigadegeneral Schilgolowski. Prinzessin, geht es Ihnen gut? Sind Sie verletzt? Nein, nein, ich bin okay. Aber hören Sie, mein Mann wurde entführt. Shirin, mein Täubchen. Was haben Sie dir bloß angetan? Ne? Das ist nicht mein Mann. Das ist sein Bruder Habib. Verhaften Sie ihn! Prinzessin, Habib ist tot. Aber das ist nicht mein Mann. Mein Mann wurde entführt. 6, 7, 8, 9. Vielleicht ist es besser, wenn Sie sich erst einmal ein wenig ausruhen. Klarer Fall von Stockholm-Syndrom. Die ersten 3 Stunden nach der Entführung sind immer die schwierigsten. Was? 9,5. 9,75. 9,75. 9,75 sind schon 10. Schnauze, du Schlaumeier. 10 sind, wenn ich es sage. Kommen Sie, kommen Sie. Wir bringen Sie in Sicherheit. Das sind keine Sanitäter. Achtung, an alle. Zielobjekt beobachten. Ich wiederhole, beobachten. Schmidt, schnell, kommen Sie. 10. Was habe ich gesagt? Zufall. Nun kommen Sie schon. Zugriff! Was ist hier los? Was ist hier los? Wer schlägt hier Blinde? Bist du das? Ich? Nee. Oh, Entschuldigung, Kollege. Wo sind die Schweine? Hinter euch! Los! Ihr werdet doch nicht auf Blinde schießen? Na los, ergreift sie! Lasst euch doch von diesen paar blinden Idioten nicht aufhalten! Wer ist hier ein Idiot? Blindenpower! Blindenpower! Höchstens 6 Stundenkilometer. Schnauze, Zelinski. Es ist ein Flugfahrzeug, wenn ich sage, es ist eins. Aufsteigen! Stehen bleiben! Genial, Chef. Also nochmal. Der Prinz ist nicht der Prinz, sondern der falsche Prinz. Nein, es gibt 2 Prinzen. Habib ist der um wenige Minuten Zweitgeborene. Er hat es nie verkraftet, dass sein Bruder das gesamte Königreich erhalten hat. Das hat ihn unfassbar böse gemacht. Ich bin mir sicher, dass er morgen Abend beim Friedensgipfel irgendwas Teuflisches plant.
So ein Mistkerl! Das müssen wir verhindern! Ja, aber um Habib als den falschen Prinz entlarven zu können, müssen wir zuerst Prinz Ravan befreien. Verstehe! Den falschen Prinzen! Nein, Prinz... Muss ich denn jetzt alles nochmal erklären? Nein, Prinzessin, keine Sorge! Ich weiß, was zu tun ist. Wo bringen Sie uns denn jetzt eigentlich hin? Zu meinen Leuten. An den sichersten Ort der Welt. Das soll der sicherste Ort der Welt sein? Hinter dieser Tür, Prinzessin, verbergen sich die besten Kämpfer Deutschlands. Rekrut! Machen Sie Meldung! Rekrut Schmidt meldet gehorsamst. Sandkästen kinderfrei, alle Schaukeln verbrannt! Rührt! Achtung! Bauch, Kanone! Oh. Achtung! Bauchkanone! Na, 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 na. Der Kommiss Frass scheint dir nicht zu bekommen. Das war doch keine Bauchkanone. Das war eine Bauchkanone. Na los, Pimpf, zeig deinem Opa, was du kannst. Verstehen Sie das? Ja, so drücken Männer manchmal Zuneigung aus. Donnerwetter. Schön, dich zu sehen, Opa. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Enkel. Willkommen zu Hause. Du Lusche. Ja. Kommt rein. Frau Brigadegeneral, ich bin schwer enttäuscht. Sieht so die Arbeit einer Elitetruppe aus. Herr Minister, ich... Zum Glück konnten wir Ihre peinliche Aktion der Presse als Protokollfehler verkaufen. Weil wenn wir morgen keine Prinzessin präsentieren, wird ein Aufschrei durch die Weltöffentlichkeit gehen. Und was das für den Ruf Deutschlands bedeutet, muss ich Ihnen ja wohl nicht erklären. Herr Verteidigungsminister, vertrauen Sie mir. Wir sind diesem Terroristen schon seit Längerem auf der Spur. Noch so eine peinliche Aktion. Und Sie sind die längste Zeit General in meiner Armee gewesen. Zu Befehl, Herr Verteidigungsminister. Frauen bei der Bundeswehr. Männer! Na los! Was haben wir über diesen Schmidt herausgefunden? Ich will alles wissen. Kindheit, Pubertät, wunde Punkte. Eduard Schmidt, 43 Jahre alt, seit 10 Jahren verheiratet mit Gabi Schmidt-Fröhlich, geborene Schmidt, 39 Jahre, ein Sohn, ruckzuck, 7 Jahre alt. Ruckzuck? Den Namen hat er angeblich mit Gewalt beim Standesamt durchgesetzt. Schon gut, weiter. Schon früh ist Schmidt durch seine außergewöhnliche Gewaltbereitschaft aufgefallen. Er war ein besonderes Kind, wie uns Material, das wir bei ihm sichergestellt haben, beweist. Bei uns im Kindergarten gibt es 3 Gruppen. Die Bärchengruppe, die Mäusegruppe und meine. Die GSG 9 Mogadischu Sondereinsatzgruppe. Hauptschulabschluss 1980. Auch hier ist seine Neigung zur Gewalt deutlich zu erkennen. Doch das war erst der Beginn. Hier ein Fernsehbericht aus den frühen 80ern. Er hat uns ein Jahr abgeschnitten und hat uns gezwungen, unser Müsli zu pinkeln. Es war so erniedrigend. Szenen wie diese haben sich dann durch seine gesamte Bundeswehrkarriere durchgezogen. Darunter Danke, 19... Danke, das reicht. Ich kenne diesen Typ nur zu gut. Sexistisch, rassistisch, faschistoid und noch dazu strohdumm. Typisch Bundeswehr eben. Es war nur eine Frage der Zeit, bis einer von diesen Neandertalern durchdreht. Aber keine Sorge. Sie kommen mir gerade recht, Herr Schmidt. Bald habe ich Sie und dann werden wir viel Spaß miteinander haben. Seid, mein geliebter Seid, auf dich kann ich mich verlassen. Schnell. Bringe diese Botschaft zur Prinzessin. Schnell! Hier die Kaserne, Ziel des Anschlags. Hier, Planquadrat 56, da, wo sie uns auflauerten. Hier sind wir, das Dreieck des Bösen.
Und in der Mitte des Terrordreiecks die Blindenwerkstatt, ihr Stützpunkt. Bravo, mein Junge! Den Krebs hast du von mir. Phänomenal, dein Kleiner. Schnauze. Ich sag ja nur. Aber das macht doch keinen Sinn. Ich meine, warum soll der Stützpunkt ausgerechnet in der Blindenwerkstatt sein, nur weil die sich in der Mitte von irgendeinem Dreieck befindet? Hm? Sag mal, brennt dir der Helm, du Abseiler? Nur weil du der Sohn eines Militärstrategen bist, heißt das noch lange nicht, dass dich hier irgendjemand nach deiner Meinung fragt. Natürlich ist ihr Stützpunkt ein Mongoheim. Das ist doch stahlklar, dass... Hallo, Schatz. Ist gerade schlecht. Ich bin in einer Besprechung. Richtige Besprechung? Das glaubst du doch selber nicht. Denkt niemand, was heute nach der Arbeit den Öko-Korb vom Bioladen abzuholen. Nicht, dass du das wieder vergisst. Ich hab keinen Bock drauf, da morgen früh schon wieder hinzufahren und das ganze gammelige Gemüse... Ja, Schatz, mach ich natürlich, ja. Ich dich auch. Tschüss. Na? So, gleich zurück zur schlechten Laune. Wo war ich? Zeit, komm! Ravan ist in den Katakomben von Schloss Schwangau gefangen. Er lebt. Sehr gut, Prinzessin. Aber auch ohne Hilfe des Papierchens hätte mein militärischer Scharfsinn sogleich gefolgert. Der Prinz ist, in den Katakomben von Schloss Schwangau. Genau, in den Katakomben von Schloss Schwangau. Weil die Blinden nicht so dumm sind, den Prinzen im eigenen Nest gefangen zu halten, haben sie logischerweise das Gewölbe unter dem Schloss gewählt. Denn nur im Dunkeln eines Kellers ist der Blinde dem Sehenden überlegen. Die sind doch gar nicht blind, haben sie doch selbst gesagt. Du Heulsuse, natürlich sind sie nicht blind. Aber zur besseren Tarnung haben sie einen Ort ausgesucht, den nur Blinde ausgewählt hätten. Potzblitz, der Junge ist auf Draht. Den Krebs hat er von mir. Du sagtest es bereits. Schnauze. Ich sag ja nur. Das Haus ist umstellt. Kommen Sie raus? Wir haben Besuch. Der Feind. Na, großartig. Ich hatte schon Angst, wir müssen mit der Skat spielen. Bei Kolbes. Hände über dem Kopf. Sie haben keine Chance. Eine Frau in Uniform. Können wir uns keine anständigen Gegner schicken? Ja, besser als gar keine. Auf die Posten. Wir müssen verhandeln. Hallo? Oh, bitte nicht schießen! Hier sind nur Kinder, Frauen, Behinderte und hilflose alte Männer! Wir ergeben auf... Du hast Glück, Jüngelchen. In Stalingrad hättest du jetzt einen Bauchschuss von mir bekommen. In Stellung gehen. So viel zu den hilflosen alten Männern. Also damit möchte ich nichts zu tun haben. Hier, deine. Jetzt die Kanone. Das wird ein leichtes Spiel. Muss das Geschnauze von dem Alten nicht so ernst nehmen, Junge. Er ist erst vor einem Jahr aus Stalingrad wiedergekommen. Wieso denn letztes Jahr erst? Er ist in die falsche Richtung gelaufen. Der Idiot. Der Idiot! Eine Panzerfaust hält man andersrum. Andersrum?
Ich habe persönlich den Lehrgang Feuerkampf mit Panzerfaust 2 geleitet. Ups. Was glotzt ihr denn so? Wenn das Haus umzingelt ist, dann lauert doch hinten der Feind. Ihr solltet dankbar sein für meine Rückendeckung. Los, Munition her! Munition ist aus. Hab ich dir nicht heute Morgen gesagt, du sollst Brötchen und Munition mitbringen? Ja, wollte ich ja. Aber mein Seniorenpass war abgelaufen. Wollte er mir keine Prozente geben. Idiot! Ich sag ja nur. Also gut, wir geben uns. Gebt uns etwas Zeit! Wir haben Verletzte! Gut! Ihr habt 5 Minuten, um euren Bau zu verlassen. Danach kann ich für nichts mehr garantieren. Was? Ergeben? Soll das ein Witz sein? Opa, du hast doch mal gesagt, Kapitulation ist was für Franzosen! Achtung! Baukanone! Süß, der Kleine, nicht wahr? Fällt immer wieder darauf rein. Durch diesen Tunnel kommt ihr in den Wald. Nur 500 Meter Richtung Norden und ihr seid am Schloss. Von Schloss Schwangau aus haben wir damals die Stadt gegen den Russen verteidigt. Es gibt im Schloss einen Geheimgang zu den Katakomben, genau hier. Das ist doch der Wahnsinn. Die da draußen schnappen uns doch sofort. Die da draußen? Die werden gleich ganz andere Probleme haben. So, Junge, mach deiner Familie Ehre. Jawohl. Zeit für Operation Troja. Oh, fein. Operation Troja. So, sprechen Sie die einzige Sprache, die diese Menschen verstehen. 4, 3... 2, 1 und... Los, lasst euch doch von diesem alten Ding da nicht einschüchtern! Holt sie endlich da raus! Lass wenigstens die Dahlien stehen. Du weißt, was sie vertragen. Die Panzerketten nicht so gut. Gut gemacht, Karl. Kommst du nachher zum Skat? Ich zähle auf dich. Nur wenn Henny im Apfelstrudel auffährt. Worauf du einlassen kannst. Was soll denn das? Pfoten weg. Ich bin hier der Fahrer. Ja, ja, damit wir wieder Schwierigkeiten kriegen. Wie beim letzten Mal. Meine Schuld, dass die Schulklasse sich da auf der Wiese rumgetummelt hat. Ja. Außerdem, ja! Geht über meine Dahlien! Außerdem, wir hatten heute Morgen vergessen, Patronen einzukaufen. Ja, ja, ja. Ja, 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 du bist so langsam senil. Schon mal an Abkratzen gedacht. Das soll helfen. Wer ist hier senil?
schätze, wir werden das Skatspiel wohl verpassen. Hat er mir persönlich geschenkt. Wir sehen uns im Fegefeuer, altes Wrack. Aber das Senil nimmst du zurück? Nie im Leben. Ich sag's ja nur. Sind Sie sicher, dass wir Richtung Norden gehen? Ich habe mal gelesen, dass man am Moos der Baumstämme erkennen kann, wo Norden ist. Ich möchte Sie jetzt nicht kritisieren, aber Ihr Opa hat was gesagt von 500 Metern Richtung Norden und wir sind am Schloss. Na, du Lusche! Norden ist da, wo dieser Pfeil hin zeigt. Hier, N für Norden! Wir laufen schon seit 3 Stunden durch diesen Wald! Happel ab, hab! Seit diese Ökos an der Macht waren, wuchert es ja nur so von Bäumen. Ein bisschen Napalm täte der Gegend hier gut. Wo ist die Prinzessin? So eine Scheiße, jetzt tummelt sich dieses Drecksweib sogar in der Hölle rum. Verdammt nochmal, das Zeug ist 1957 abgelaufen. Herr Schmidt? Ist das da vielleicht das Schloss? Welches Schloss, Prinzessin? Das da. Ach nee, Entschuldigung, kann ja gar nicht sein. Ist ja schließlich nicht Norden. Norden, Herrschaften, dank meines ausgeprägten Orientierungssinns ist es mir gelungen, die Mission an ihr Ziel zu führen. Vor uns liegt Schloss Schwangau. Aber wie sollen wir denn da reinkommen? Schneller, Zielinski, alter Weichpuppe! Folgender Plan. Wir zünden Blendgranaten und wenn der Feind verwirrt ist, stürmen wir mit unseren Waffen rein. Chef, ich denke, wir haben gerade keine Blendgranaten dabei. Na, umso besser. Dann eben ohne. Schwul oder was? Die werden uns doch sofort erschießen. Ha, dann sehen wir uns in der Hölle wieder. Schmidt, nein! Mann, jetzt hören Sie doch endlich mal auf mit dieser bescheuerten Macho-Nummer. Wenn Sie jetzt draufgehen, ist wirklich keinem geholfen. Was ist das denn für ein Tonfall? Haben Sie überhaupt gedient? Aha. Ich habe 4 Jahre lang im Krieg für die Freiheit Kaluchistans gekämpft. Und Sie? Naja, da war diese Elbflut. Das war auch Krieg. Krieg gegen die Elemente. Und dann war da noch, Wir brauchen irgendeinen Trick, um da reinzukommen. Jetzt lass uns doch mal überlegen, wer darf denn eigentlich alles da rein? Naja, also die Staatsoberhäupter, Presse, Fernsehen und irgendeine Balletttruppe, die da irgendwas aufführt. Die Magical Poetic Dance Company? Kann sein, ja. Großartig. Jetzt ziehen wir Ballettrückchen an, machen 3-mal Heidi-Tai, werden alle schwul und drin sind wir. Entschuldigung, sagten Sie gerade Magical Poetic Dance Company? Ja, wieso? Kennst du da jemanden? Na ja. Celine, mein süßer kleiner Prachtmops. Was machst du denn hier und was für ein hübsches, feuchtes Kostüm. Ja, ich war im Wasser. Was, im Wasser? Im Wasser, ja. Ekelhaft, widerlich, da fällt mir die Nudel ab. Schmidt, dann haben Sie eben einen bisexuellen Rekruten. Wo ist das Problem? Problem? Ich hab damit doch kein Problem. Aber wenn der meint, dass ich diese Schwuchtelkiste hier einsteige, hat er sich geschnitten. Schmidt, Sie sind meine einzige Hoffnung. Ohne Sie ist mein Ravan verloren. Sie müssen mir einfach helfen. Prinzessin, ich bin ein verheirateter Mann. Ja, ich werde sie beschützen, wenn ich dabei draufgehe. Aber mehr kann zwischen uns nicht sein, bei meiner Ehre als Soldat. Entschuldigung, Jackie wird uns morgen als Mitglieder seiner Truppe in das Schloss einschleusen. Großartig! Ja, nur eine Sache, ich habe ihm gesagt, Sie seien auch eine Schwester. Wie? Schwester? Wo ist jetzt das Kloster? Ich bin gar nicht getauft. Nein, schwul. Ich habe ihr gesagt, Sie seien auch schwul, weil sie mag keine Heteros.
Celine, Celine, du Sau. Sag mal, willst du uns nicht mal bekannt machen? Oder möchtest du etwa dieses Prachtexemplar da ganz für dich allein behalten? Bitte, Schmidt, tu also, es für mich. Also, das ist Shirin. Hallo. Jackie. Und das ist Daphne. Hä? Daphne? Merk dir an, Grapschen verboten, du Lusche. Wow. So männlich, so primitiv. Ja, aber so mag ich sie, meine Männer. Schnell noch ein. Ja. Noch Mai Tai. Nee, halt die Tai. Ich schreit dir Tai gleich ein, du Lusche. Schmidt. Jetzt entspannen Sie sich doch mal. Ist doch eigentlich ganz nett hier, oder? Wovor haben Sie eigentlich so eine Angst, hm? Daphne, Schlucki! Hallöchen! Oh, komm, jetzt sei keine Spielverderberin. Komm mit uns tanzen. Sich ab, Schwuffelmausi. Nicht so stürmisch. Ich sagte, ich kann nicht tanzen. Daphne, du bist schwul. Alle Schwulen können tanzen. Ich nicht. Celine, kann das sein, dass du mir eine Hete untergejubelt hast? Nein, Quatsch, Daphne, eine Hete, das ist nicht Lache. Ich meine, guck sie dir doch mal an. Ach ja? Und warum kann sie dann nicht tanzen? Sie hat Liebeskummer. Liebeskummer? Ist das wahr? Ihr Typ hat sie für irgendeinen Motorradkerl sitzen gelassen. Oh, das muss weh getan haben, stimmt. Aber ich kenne Mädchen wie dich. Wenn sie ganz am Ende sind, dann... Oh, hört ihr das? 5 Minuten Disco-Beat und dann sehen wir uns schön alle auf der Tanzfläche, ja? Bis gleich! So, keine Männer! Dieses schwuchtelige Rumgehopse! Ekelhaft! Ach, Chef, jetzt lassen Sie sich da einfach mal vom Rhythmus treiben. Ich tanze nicht, ich bin eine Kampfmaschine. Ach, kommen Sie, Schmidt, hm? Machen Sie es für mich. Ich bin die Kampfmaschine. Morgen, ihr Luschen. Morgen, Chef. Wollt ihr unendliche Qualen erleiden? Ja. Wollt ihr Erniedrigungen und Schmerzen? Ja. Wartet ihr nur darauf, dass euch mal jemand so richtig hart rannimmt? Ja. Seid ihr bei mir aber genau richtig. 100 Liegestütze. Und auf sie, der Lusten. Und im Bleistritt links, 2, 3, 4. Und links, 2, 3, 4, 5, 6. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Ich bin die Kampfmaschine. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Ich bin die Kampfmaschine. Prinzessin, Sie sind leicht wie eine Feder. Ich bin die Kampfmaschine. Aber Herr Schmidt, wir müssen los. Ich habe Ihnen Kaffee gemacht. Nur noch diesen einen Tanz. Siehst du, Daphne Schnucki? So schnell ist der böse Biker vergessen.
treten die Mitglieder der berühmten Magical Poetic Dance Company ein, die den Festakt mit Magie, Poesie und Tanz untermalen werden. Nein, komm. Daphne! Nun mach schon. Bisschen schneller, komm. Komm. Gib alles schön zusammen. Ja, mach das Träumchen und los geht's. Los. Und schön zusammenbleiben. Dann drüben. Ja. So, ihr Luschen, dann wollen wir mal sehen, wo dieser Geheimgang ist. Geheimgänge sind nämlich mein Spezialgebiet. Dank meiner exzellenten Vorbereitung. Alles hört auf mein Kommando. Jeder Schritt wird überlegt sein. Was hab ich gesagt, Lusche? Pass auf, wo du hinlangst. Herr Schmidt. Oh, Prinzessin, Verzeihung. Hervorragend. Genau das, was ich suche. Kerzen. Jetzt werde ich mal Licht ins Dunkel bringen. Scheint eine Art Lager zu sein für Dynamit! Was glaubst du, was Terroristen im Keller haben? Umschnalldildos? Natürlich haben sie Dynamit im Keller. Dynamit? Chef, machen Sie das Ding aus. Darum ist eine einzige Bombe. Was soll ich denn damit? Ausmachen, Blusche! Es geht nicht! Habib, er will uns alle in die Luft sprengen. Nun gehen Sie doch schon her. Hilfe! Hilfe! Ravan? Shiri, das darf ich nicht verpassen. Ravan! Alles gut bei dir? Eben uns fast in die Luft gesprengt und jetzt wieder am Rumkuscheln. Da soll einer die Frauen verstehen. Das ist ja so recht, geliebte Shiri. Mein Bruder Habib, er lebt tatsächlich. Keine Sorge. Jetzt bist du frei und wir können Habib das Handwerk legen. Aber wir müssen uns beeilen, um seinen Plan zu verhindern. Komm. Keine Ursache. Gnade, General. Das hier, das ist mein Mann. Prinz? Ich bin Prinz Ravan. Der Mann, den Sie zu beschützen glauben, ist mein Bruder Habib. Oh Gott. Kein Schritt weiter, Terrorbrot. Lassen Sie die Prinzessin frei. Wenn jemand schießen sollte, ich werde einige von euch in den Tod mitnehmen. Prinzessin, kommen Sie zu mir. Stats- und Offizier Schmidt, ich befehle Ihnen... Schnauze, Politesse. Dein falsches Spiel ist ausgespielt. Schmidt, Sie irren sich. Frau Schegolowski ist auf unserer Seite. Dass ich nicht lache. Es ist die größte Terrorschlampe unter der Sonne. Schmidt, wie kommen Sie darauf? Ich bin Brigadegeneral und leite das Kommando Spezialkräfte im direkten Auftrag des Verteidigungsministers. Brigadegeneral? Sie? Ich habe den Auftrag vom Minister. Kommando Spezialkräfte. Da haben Sie sich was Schönes ausgedacht. Hier. KSK. Kommando Spezialkräfte. Das müssten Sie als Soldat doch wissen. Das Märchen können Sie dem Verteidigungsminister erzählen, Meinen Sie, ich wüsste nicht, was KSK heißt? Natürlich weiß ich, was KSK heißt. Ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen, Herr General. Dann sind Sie also nicht die Koran-Siegeskämpfer. Hm? Schnauze, Zielinski. KSK, Koran-Siegeskämpfer. Hat Ihnen den Schwachsinn erzählt? Er ist noch grün hinter den Ohren, hat nicht so viel Ahnung. Koran-Siegeskämpfer. Die Lage ist ernst und wir müssen rasch handeln. Ich bringe Sie zu meinem Chef. Herr Verteidigungsminister, Ausbilder Schmidt zur Stelle. Habe einen Bericht abzugeben, der Sie interessieren dürfte. Habib. Oh, toll. Herr Minister, Sie haben eine außergewöhnliche Ähnlichkeit mit dem Prinzen. Sie könnten fast sein Zwillingsbruder sein. Fast wäre unser kleiner Plan aufgeflogen. Ich hoffe,
Du bist zufrieden? Sehr zufrieden, Schnäuzerchen. Sehr zufrieden. Wie schön du bist. Mein Bruder hatte schon immer Geschmack. Dumm nur, dass du von nun an mir gehören wirst. Du schmieriger Bogen! Du wirst niemals König und schon gar nicht an meiner Seite! Liebe Frauen mit Temperament. Raubkatzen, die auf ihre Zähmung warten. Und falls du während der Zeremonie auf dumme Gedanken kommen solltest. Nein! So, und jetzt bring sie auf mein Zimmer. Ja? Den traurigen Rest werft in den Kerker. Ein Moment, Schnäuzelchen. Der da. Der gehört jetzt mir. Ist das schon alles, was ihr zu bieten habt, ihr Luschen? Stromschnecke verdoppelt. Los, ich will mehr. Das gibt's jetzt so schön am Sack. Sollte ich dich schon voll am Anschlag. Was ist hier los? Da sehen Sie mal selbst, Chef. Ich liebe den Geruch von verbranntem Fleisch. Seid ihr schon fertig? Ihr habt doch keine Ahnung, ihr Deppen. Hm? Lasst mich mit ihm allein. Hey! Weitermachen! Ich will Schmerzen! Zack, zack! Herr Schmidt, also irgendwie gefallen Sie mir. Sie verkörpern zwar alles, was ich an Männern hasse, aber Sie machen das auf eine so authentische, lustvolle Art. Schade eigentlich, dass bald nichts mehr davon übrig sein wird. Mich bekommst du niemals klein, du Hündin! Na los, versuch's doch! Wenn du und dein ausländischer Freund in die Wüste zurückgekehrt seid, dann kommen wir mit unseren Panzern und machen euch platt! Schmidt, Sie enttäuschen mich. Denken Sie wirklich, es geht mir um Habibs popligen Wüstenstaat? Meine Damen und Herren, sehr geehrte Staatsoberhäupter, Prinzessin Shireen und Prinz Rabban von Baluchistan. Lächeln, so schöne Lächeln. Sonst ist ein Gemahl. Wissen Sie, Schmidt, mein ganzes Leben habe ich gegen Männer kämpfen müssen. Männer wie Sie. Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass man ihnen mit Gesprächen nicht beikommen kann, denn sie verstehen nur eine Sprache, die von MGs und Bomben. Richtig so. Die Sprache versteht jeder. Sie haben ja so recht, Schmidt. Ich zog die Konsequenz, ging zur Bundeswehr und wurde die erste Generalin in einer Kampfeinheit. Und als beim Einsatz in Baluchistan ein stürmischer Prinz namens Habib sich in mich verliebte, witterte ich meine Chance. In den Terrorcamps von Baluchistan habe ich eine Armee ausgebildet. Eine Armee geübt im Umgang mit den Waffen des Patriarchats. Eine Frauenarmee? Und womit wollt ihr schießen? Mit Muttermilch? Ihre Arroganz ist etwas voreilig, Schmidt, denn meine Armee hält bereits Schlüsselpositionen in aller Welt besetzt. Und wartet nur auf den Tag, an dem wir losschlagen können. Sehen Sie diese Kerze, Schmidt? Die Kerze des Weltfriedens. Nach der Unterzeichnung wird sie von der Magical Poetical Dance Company entzündet. Und wenn der doch darunter gebrannt ist, wird dieses ganze Schloss. Boom! Dann wird meine Vision einer neuen Welt Wirklichkeit. Einer Welt, in der nie wieder im Stehen gepinkelt wird. Und was machen Sie, wenn Sie Ihre Tage haben oder schwanger sind? Diktatorinnen in Mutterschaftsurlaub. Dank unserer Wissenschaftlerinnen wird auch die menschliche Fortpflanzung eine Revolution erfahren. Du Teufel! Und wissen Sie, was das Schönste ist? Alle werden denken, Sie waren es. Niemals! Ich bin ein aufrichtiger Soldat! Das weiß jeder, der mich kennt! Ich brauche nur noch Ihre Unterschrift. Nie, nie im Leben unterschreibe ich das. Es hat noch keinen Mann gegeben, der nicht das gemacht hat, was ich von ihm wollte. Bin ich zu früh? Nein, es ist alles vorbereitet. Wie schön.
Hallo, du. Na? Ich bin die Verena. Lassen Sie sich nun entführen in eine Welt von Magie, Poesie und Tanz. Bist du traurig und ganz down? Hast du gar kein Selbstvertrauen? Dann sing dies Lied ganz schnell und die Welt wird wieder hell. Es gefällt dir, ja? Wie schön, dann werden dir die nächsten 65 Strophen auch gefallen. Ich wäre so gern dein Teddybär, denn mit dir kuscheln mag ich sehr. Ich freue mich, dass es dich gibt und sag dir, du, ich hab dich lieb. Frieden, ja Frieden find ich richtig gut, weil Frieden den Menschen richtig, richtig gut tut. Frieden, ja Frieden find ich richtig gut, weil Frieden den Menschen richtig, richtig gut tut. Gnade! Ja. Und jetzt sie, mein Prinz. Nein, dafür ist keine Zeit. Jede Minute kann die Bombe hochgehen. Du musst sofort los. Ich alleine, das schaffe ich doch nie im Leben. Komm schon, du bist ein Krieger. Ich kann es in deinen Augen sehen. Sie können es in meinen Augen sehen? Also mein Vater sagt, nur, mein Vater glaubt eh nicht an mich. In deinen Adern fließt das Blut eines wahren Helden. Alles, was du in den letzten Tagen erlebt hast, hat dich auf diese große Aufgabe vorbereitet. Jetzt kannst du es tun. Erfülle deine Bestimmung und kämpfe! Sie haben recht, mein Prinz. Ich werde kämpfen. Und wenn ich dabei draufgehe. Chef, melde Gehorsams Befreiung gelungen, bereit zur Rettung der Welt. Hallo, na Rainerchen, schön, dass du mal vorbeischaust. Chef, wir müssen uns beeilen. Habib könnte jeden Moment die Bombe zünden. Habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, wie lieb ich dich habe? Oh mein Gott. Chef, was haben Sie bloß mit Ihnen gemacht? Du, Verena hat einen Fencheltee gemacht. Magst du auch ein Schlückchen? Wunderschön. So poetisch. Da wird einem ganz warm ums Herz. Jetzt reden Sie doch nicht so eine Scheiße. Da vergreifst du dich aber gehörig im Ton. Hast du überhaupt gedient? Chef? Du, lass uns jetzt nicht streiten. Ist es okay für dich, hm? Schnauze, du Lusche. Deine Mutter hat dir wohl bei deiner Geburt gehörig ins Hirn geschissen, du schwule, bettnässende Pazifistensau! Hier kommt die Wurst! Chef, Ihre Zigarre. Selinski, Eisdüse, Sonnenbrille, zack, zack! Chef, so gefallen Sie mir wieder. Schwul oder was? Die Schwarzen sind die Bösen und die Weißen sind die Guten. Schauen Sie mal, jetzt haben Sie sich versöhnt und können endlich das Licht des Friedens anzünden. Licht anzünden, das ist eine Bombe! Spät! Doktor! Keine Aufregung, alles unter Kontrolle! Es handelt sich um einen feindlichen Plan ausländischer Terroristen, der dank meines ausgeprägten militärischen Spürsinns vereitelt werden konnte. Waffe fallen lassen! Ergeben Sie sich! Moment, Moment, bitte mal, ganz langsam. Was ich jetzt nicht verstehe, der Prinz ist da einer von den Guten. Nochmal langsam für Zivilisten. Der Brigadegeneral und der Prinz stecken unter einer Decke. Gemeinsam sind sie die Anführer der terroristischen Organisation KSK, die Koran-Siegeskämpfer, die als Blinde getarnt einen Anschlag auf die Prinzessin verübt haben. Hast du es jetzt kapiert, du Labertasche? Und wer ist jetzt der Prinz? Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht.
Was ist los? Meldung machen, hallo? Ich fürchte, unser genialer Plan ist gescheitert. Die Bombe ist entdeckt worden. Los, lass uns abhauen! Was hab ich gesagt? Los, ihr Luschen, hinterher! Zack, zack, ergreift sie! Glaubt ihr mir jetzt endlich, ihr Rotärsche? Eigentlich hättet ihr es verdient, bei dem Anschlag alle draufzugehen. Denn wenn diese Kerze entzündet worden wäre, dann hätten die 20 Tonnen Sprengstoff im Keller ein hübsches Feuerwerk veranstaltet. Ja, da staunt ihr, oder was, ne? Chef? Schnauze, Telinski, ich bin noch nicht fertig. Du weißt, es herrschen ja katastrophale Zustände in diesem Land. Aber zum Glück gibt's ja euren Schmitti, der keine Angst hat, mal aufzumuckeln. Auch wenn es dem einen oder anderen nicht in den Kram passt. Und die anderen immer nur reden und reden und reden. Du da vorne mit deiner scheiß Hippie-Frisur. Wer ist nach dir gegangen? Wer diese Bombe schon längst explodiert? Die Bombe! Sag doch was! Chef, Sie müssen was unternehmen. Nicht, wenn mir jemand zusieht. Chef, Sie müssen sich entspannen. Ich weiß nicht, Idiot. Jetzt pissen Sie schon, bitte. Denken Sie an was Beruhigendes. Befreien. Mausi, ich denke noch die ganze Zeit an dich. Mausi, wenn ich heimkomme, mache ich uns die Grünkernbratlinge. Mit Sprossen, versprochen. Verdammt! Tschüsschen, Küsschen. Frauen. Ja, was ist denn hier los? Hinter den Kommen. Wer hat es denn nicht geschafft, diesen Idioten aus dem Weg zu räumen, ha? Du glaubst immer noch, es geht um deinen popligen Wüstenstaat, oder was? Ich wäre völlig damit zufrieden gewesen, mein Königreich wiederzubekommen, aber du musstest ja unbedingt diese Bombe unter die Bühne bauen. Was seid ihr nur für Topluschen? Raus aus den Bademänteln und rein ins Wasser! Was? Gib her! So, Terrorhündin, dann wollen wir mal sehen. Habibi? Ja, Schnurzelchen. Stehst du bitte kurz auf? Ja. Du machst doch alles, was man dir sagt, hä? Der Waffe schaffen Sie das nie. Die sind außer Reichweite. Außer Reichweite? Ich zeig dir außer Reichweite. Ah! Ah! Also, geht doch. Kann ich schwimmen? Männer, echt. Hören Sie gut zu. Wenn Sie mich nicht verfolgen, garantiere ich Ihnen, dass der Prinzessin nichts passiert. Bleiben Sie ruhig, Frau General. Ich garantiere Ihnen freie Fahrt. Was laberst du mit dieser Politesse? Ist das deine Frau oder was? Ich verhandle mit den Geiselnehmern. Ich bin dafür speziell ausgebildet. Verhandeln nennst du das, du Schmierlappen? Ich zeig dir, wie man verhandelt. Hallo, nimm eine Tasse Kaffee. Sprechen Sie lauter, wenn ich Sie verstehen soll. Kackt jetzt hier der Akku ab oder was? Ja, was sind wir hier auf dem Kindergeburtstag, du Terrorhündin? Ja, bitte. Frauen sind zwar schwierig, aber irgendwann gehorchen sie mir alle. Prinzessin!
Die ganze Welt schaut zurzeit auf Schloss Schwangau, wo soeben der irrsinnige Plan eines weltweiten feministischen Terrorrings vereitelt worden ist. Wir wollen jetzt mit dem Mann sprechen, der diesem ganzen heldenmütig ein Ende bereitet hat, Ausbilder Schmidt. Mir ist zu Ohren gekommen, für Sie steht der Posten des Brigadegenerals bereit. Wird man Sie nun häufiger beim Generalstab in Berlin sehen? Berlin, Sie Lusche! Was soll ich denn bei diesen dauerkiffenden Langzeitstudenten? Ich habe bereits einen Job, den besten Job der Welt. Ausbilder, ich will ein Kind von dir! Morgen, ihr Luschen! Morgen, Chef! Ah, ist mir doch direkt wieder einer abgegangen. Wenn man euch hat, Männer, wer braucht schon Frauen? In Deckung! Was ist, Chef? Feind auf 14 Uhr. Och, Chef, das sind japanische Touristen, die wollen die Kaserne besichtigen. Immerhin sind sie ja jetzt berühmt. Du musst doch eine Menge lernen, Zelinski. Was meinst du, was die in ihren Koffern haben? Schmutzige Socken? Ich kann das Giftgas schon riechen. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Total super. Ja. Also, ist lustig? Haben, ja, war sehr lustig. Also, ich bin gut, oder? Ja, du bist super. Also wir haben uns echt... Wir haben hast gelacht, ja, ne? Wir haben uns total bepisst hinten. Ja. Das ganze Team hat gesagt, der Holger ja, ist der lustig. Ja. Und wir haben echt... Lustiger als... Otto. Ja. Lustiger als Otto. Otto ja, lustiger, oder? Und auch als Loriot auch. Ja. Also, Skala 1 bis 10? Wo? 11. Frau Kanzlerin, jetzt wirklich, wir müssen mal wieder irgendwo einmarschieren. Können wir denn da gar nichts machen? Holland zum Beispiel. Was sollen wir denn in Holland? Ja, in Holland. Wir marschieren rein, sagen, das Land ist besetzt, lassen es fluten und gehen wieder. Das wäre so lustig. Nein, also da gibt es sicherlich auch noch andere Möglichkeiten. Österreich. Na, Österreich hört sich schon besser. Ja, genau, Österreich. Also ich mach das, ich organisiere das. Wir marschieren rein, hupsen rüber, besetzt und gehen wieder raus. Ja. Super, ja. Wie lange muss ich den jetzt ziehen lassen? Eigentlich immer so einen guten Kräutertee, damit wir einen guten Stiefel haben. Ja, und das hält ja auch alles zusammen. Ja. Also deswegen ein Tee, bei dem die Wirkstoffe in dem Kraut tief drin sind, muss lange ziehen. Ja, das ist mal interessant. Und ein Tee, bei dem die Wirkstoffe nur... Schneid dir die Haare! Und es gibt auch Beruhigungstees. Hey, was ist das denn? Kuschelmusik oder was? Schon besser! Okay, im Gleichschritt! 80 Liegestütze! Oh Chef, wie gemein! Hey Drecksack, ich sag was! Hey Drecksack, ich sag was! Hey Drecksack, ja was denn? Drecksack, sei Hey Drecksack, ich sag was! Hey Drecksack, ich sag was! Hey Drecksack, ja was denn? Drecksack, sei Wenn hier einer brüllt, bin das immer noch ich! Und ich weiß genau, alle fürchten mich! Wenn Luschen leiden, hab ich meinen Spaß! Wenn einer sich beschwert, geb ich richtig Gas. Also raus, ihr Luschen, zack, zack. Ich sag raus, ihr Luschen, hopp, hopp. 40 Meilen, dann steht ihr stramm. Da gibt's Wellness, Robben im Schlamm. Hey, Drecksack, ich sag was. Hey, Drecksack, ich sag was. Hey, Drecksack, ja was denn? Drecksack, sei Hey, Drecksack, ich sag was. Hey, Drecksack, ich sag was. Hey, Drecksack, ja was denn? Drecksack, immer mehr Luschen rufen an bei mir und sagen, Schmidt, mach uns zum Tier. Ich schikaniere fleißig, wo ich kann. Beim Ausbilder Schmidt kommen alle mal dran. Ob dick oder dünn, arm oder reich. Mit dem Kopf in der Jauche seid ihr alle gleich. Aus jeder Lusche mach ich einen Mann. Einen Mann, der auch mal Dreck fressen kann. Hey Drecksack, ich sag was. Hey Drecksack, ich sag was. Hey Drecksack, ja was denn? Drecksack, hey Drecksack, ich sag was. Hey Drecksack, ich sag was. Hey Drecksack, ja was denn? Das bin halt ich. Ich weck Rekrut, das erregt nur mich. Ausbilder Schmidt, das braucht die Welt. Und gibt's mal Stress, bin ich der Held. Will pure Angst in deinen Augen sehen. Da kann ich mit gutem Gewissen gehen. Du wirst dich nie mehr im Leben verpissen. Und eins ist sicher, du wirst mich vermissen. So Leute, ich muss weiter. Hör auf zu heulen.
und du schneid dir die Haare. Ich muss weg. Fass mich nicht an.